Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zum Unboxing der Morphish Box für den Monat Oktober. Ah, fühlt sich ganz gut an. Ich bin schon mal sehr gespannt, was wir hier drin haben. Es ist Herbstzeit, es ist Hechtzeit. Da muss eigentlich auch was Großes drin sein zum Fischen. Vielleicht ein großer Gummi oder ein großer Jerkbait oder irgendwie sowas in die Richtung. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Kostet 30 Euro die Box, zusätzlich Versandkosten. Also das normale Preisniveau eigentlich dieser Monatsboxen. Ja, genau. Dann würde ich mal sagen, war es das eigentlich schon? Und dann fangen wir einfach an, oder? War es das schon? Das hört sich an, als ob das Video schon vorbei wäre. Ist es aber nicht. Wir fangen jetzt erst an. Und los. Schwupps. 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 So. So. Wir fangen einfach mal rechts an. So, von 13 Fishing. Ja, hatten wir jetzt schon öfter gehabt in diversen Boxen. Die drücken jetzt scheinbar so ein bisschen auf den Markt. 13 Premium Softbait The Churro. Ein toller Name. Beer Better. Beer Better? Ist das richtig? Das ist ja wild. Wo? 4,25 Inch. Steht noch irgendwas drauf? Nö, gar nicht. Recommend Rigging? Nö. Hm. Irgendein Name, irgendeine Farbe? Na, ist wahrscheinlich die Farbe des hier, oder? Beer Butter? Wahrscheinlich. Ja, genau. Aber wir packen einfach mal einen aus, oder? Hol den mal raus. Hoppala, falsch rum. Da ist er. Ah, das ist ja doch was Besonderes. Oh, die riechen aber geil. Oh, wirklich. Also die riechen schon. Mm, boah, die riechen wirklich gut. Und die sehen auch irgendwie echt cool aus, ne? Ein bisschen wie eine Gurke. So, sechseckig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Das ist schon ein bisschen interessant. Also das sieht man so gar nicht, wenn die in der Packung liegen, ne? Also so ein bisschen sieht man es jetzt schon, wenn man weiß, wie man, wo man hingucken muss. Aber das ist ja auch wild. Der Schwanz ist auf jeden Fall, also der Tail ist hinten ziemlich groß, ne? Sehr dünn. Wenn man es hier sieht, man hat hier so einen kleinen Steg dran. Finde ich auch sehr interessant. Ist halt nicht so ein komplett dicker Tail, der dann halt hier so gegossen wird, dass das hier alles quasi zu ist, sondern das ist schon sehr fein gegossen auch, ne? Und dadurch ist er halt auch sehr, wie man es hier sieht, sehr flexibel, ne? Der hängt halt sehr leicht runter. Das ist schon ein bisschen wild. Also die laufen bestimmt super. Also das muss ich ja wirklich mal sagen. Da sieht man ja auch schön die ganzen kleinen Löcher drin fürs Offset-Fischen wahrscheinlich oder fürs für Lockstoffe reintüdeln oder so. Also wenn man das schön damit beschmattert und hier reinstopft, da hat man lange was von. Aber der riecht wirklich gut. Boah, riechen die gut. Geil. Irgendwie cool. Ja, finde ich ja toll. Voraktiv? Nö. Muss er auch nicht. Aber geil. So. Rein damit. Tja, hat mich der Köder doch überrascht, obwohl er eigentlich so nach nichts aussah in der Box, so wie ja, normaler Gummifisch halt, ne? Aber toll. So, dann haben wir nochmal so ein Bändchen, Bändchen hier. Dann haben wir einen Jigkopf in einer ordentlich großen Größe. Wahrscheinlich für diesen Kollegen hier, den Weston Shed Tees in Sparkling Grün, also hier im sprudelnden Grün, 16 cm. Ja, Shed Tees ist natürlich ein klassischer Gummifisch mittlerweile. Oft in der Hand gehabt, aber in der Größe auch noch nicht so oft. Können wir mal auspacken. Da ist er. Auch keine aufregende Farbe. Eher was gedeckteres hier. Kann man mal auf die Waage packen. Es wird wieder Zeit zu raten. Ich sag, der wiegt. Steht irgendwas drauf? Nö. Sollte aber. Der wiegt 36 Gramm. Oh Gott. Blamieren oder kassieren? 41, gar nicht so schlecht. Um 5 irgendwas Gramm verschätzt. Aber gar nicht so schlecht. Gar nicht mal so schlecht geraten. So, ja. Okay. Kann man machen. Also auf jeden Fall was für die dicken Muttis hier. Ja, so gehört's ran. Schau hier nochmal. Ja, ist auch ein Weston Jigkopf. Kann ich mal auspacken. Also hier auch kein 0815 Jigkopf. Da ist er. Steht auch drauf. 10 Gramm.
Und das ist wahrscheinlich dann die Größe. Oder ist es auch das Gewicht? Ne, ist die Größe. Das Gewicht. Ah, das ist auch ein cooler Jigkopf. Da kann man hier auch nochmal unten noch ein extra Gewicht reinhängen. Oder vielleicht auch ein Stinger oder sowas. Hat man hier extra nochmal eine kleine Öse. Das ist ja auch wild. Ja, schön. So, was haben wir noch? Wir haben natürlich einen Lolli. Geschmack Butter. Dann haben wir von Westin, das ist eine richtige Westin-Box hier. Von Westin den Buzzbite in 6 cm, 10 Gramm in einer schönen Fire-Tiger-Farbe, die sich bei Westin Fire-Tiger nennt. Genau. Aufkleber, Westin typisch auch mit drin in der Packung. Hubala, hubala. Na, sage mal. Steht da mal was dazu? 10 Gramm Suspending. Also keine Lauftiefe drauf. Nö. Aber der läuft wahrscheinlich ziemlich tief. Also anhand der Tauchschaufel. Obwohl, je weiter vorne der angemacht wird hier, die Halterung, sag ich mal, für den Karabiner Snap oder was auch immer daran macht, je weiter die halt vorne ist, je flacher läuft der. Also wenn die jetzt hier wäre, würde er tiefer laufen, wie wenn er hier rangemacht wird, weil natürlich der Köder nach hinten absinkt und dadurch zieht er dann nicht ganz so tief. Aber ich muss mal kurz gucken, ob das hier mit drauf steht. Achso, da steht ja tatsächlich 1 bis 2,5 Meter Lauftiefe. Aber frage ich mich, warum sie das nicht einfach hier mit draufschreiben. Ne? Kann man es so sehen in der Packung? Na, könnte man wahrscheinlich sehen. Aber hätten sie auch einfach mal draufschreiben können. Ne? Ja, aber trotzdem, cooles Teil. Ja. Vorhaut-Tief. Ja, schon können wir uns eigentlich sparen, den Test. Bitte Augen zu halten. Ja. Und das ist auch wieder so ein matter Köder. Das ist keiner, der so lackiert ist oder nochmal mit Klarlack oder so, ne? Schön. Auf jeden Fall was für die Barsche hier. Für die Barsche unter euch. So, was haben wir noch? Ein Aufkleber von Bait Junkie. Ein Aufkleber von VMC Hooks oder Haken. Und dann haben wir noch was. Noch was für die dicken Muttis hier von Zwazonka. Den Zwazonka Tail Junior. 7,5 cm ist wahrscheinlich der Fischlang und 7,5 nochmal der Bumsdings hinten. 55 Gramm. Kann ich nicht genau lesen. Achso, doch, 7,5 und 17,5 insgesamt dann wahrscheinlich. Genau. 55 Gramm. Also auch schon ein bisschen was Schwereres hier. So, alles in Englisch. Ja. Gut, der fühlt sich aber fett an. Fühlt sich schon ein bisschen geil an. Hört sich so komisch an, wenn ich das so sage, ich weiß. Der ist auf jeden Fall UV-aktiv. Der ist echt schön bemalt, ne, wenn man das hier so sieht. Da haben sie ja nochmal so ein bisschen Gold mit reingefriemelt. Also als Schuppenmuster sozusagen. Der sieht schon schön aus. Der sieht schon schön aus. Na, riecht so ein bisschen nach Gummi, ganz normal. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier gemacht ist, aber vielleicht kann man das halt natürlich auch wieder mit euren alten Twister-Schwänzen oder normalen Tails, wenn ihr sowas habt, hier ein bisschen kombinieren. Habt ihr hier so einen Sprengring, den könnt ihr natürlich aufmachen, quasi das dann hier abzwirbeln. Ich schau mal kurz, also quasi so. Geht natürlich besser mit einer Sprengringzange oder mit Fingernägel wie eine Frau. Na, ist ja auch egal. Also ja, das abmachen und dann kann man den wahrscheinlich nach vorne ziehen. Dann könnt ihr, wenn ihr einen alten Tail habt oder ihr kauft euch halt so eine nach, kann man das wahrscheinlich weiter benutzen. Und bei euren müsst ihr dann natürlich einen Schlitz reinmachen, damit ihr das Teil hier durchgefriemelt kriegt. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Genau. Aber cool. Oh, scharfer Haken. Sieht auch mal interessant aus. Schönes Ding. So, was haben wir noch? Sticker hatten wir schon. Noch was drin? Nö. Dann nochmal ein kleiner Zettel natürlich. Auch sehr schön, wie immer, dass wir dann auch wissen, was alles drin ist und wofür es genau ist. Damit du bestens empfangen vernünftigen Hechten. Von vernünftigen Hechten und Zandern und Barschen ausgerüstet bist. Zwarzonka ist eine kleinere Version des legendären Zwarzonka-Tail. Dies ist ein Leierköder, der gerade läuft und entwickelt wurde, um viel Wasser abzudecken. Der Zwarzonka-Tail Junior hat einen schönen leichten Belly Roll und bewegt viel Wasser. Er läuft flach und ist perfekt für Cars und Spinnrouten geeignet. Aus einem Stück ABS und durchgehender Drahtkonstruktion mit Zinkgewichten gefertigt. Lauftiefe ca. 0,2 bis 2 Meter tief. Hergestellt aus einem Stück handbemalten ABS Kunststoff 1,1 mm Draht für den Köder, mit Zink beschwert vom C-Originalhaken, hochwertige, flache Edelstahl-Spaltringe, 7,5 cm Körper und 17,5 cm mit Schwanzgewicht 49 Gramm. Schön. Cool. Steht zwar 55 Gramm drauf, aber wollen wir nicht so kleinig sein. Den hat einer per Hand bemalt. Das könnte ich auch noch. Sieht schon schön aus. Das sieht schon schön aus. Cool.
Ja, alles andere lese ich jetzt nicht vor. So, Buzzbait, Crankbait. Und den Westin Shetty 16 cm und 13 Fishing. Ich glaube, im Einkommensbild kann ich sagen, Präsenz unter Wasser, die zum Biss verleitet, angereichert mit Erfolgsgeruch. Danke, Sauce. Ah, so heißt der Geruch. Das ist ja wild. Mal gucken, ob es das gibt. Das hört sich ein bisschen an wie aus einem China-Restaurant. Die Marke 13 Fishing ist übrigens eine Schwestermarke von Rapala. Das wusste ich bis jetzt noch nicht. Oder ich habe schon mal gehört und wieder vergessen. Das könnte natürlich auch sein. Genau. So, ja, auch eine schöne Box, ne? Also toll jetzt auch gerade für den Herbst hier mit zwei schönen Hechtködern und auch was für die Barsche dabei. Einzige, was jetzt fehlt, wäre noch gewesen für die 13 Fishing hier noch ein Jigkopf oder so, aber naja, passt schon so. Schon eine schöne Box, also, muss man so sagen, ne? Genau, und dann würde ich mal sagen, mit dieser schönen Box, war's das für heute. Mach's gut, bis dann. Mein Name!